Leute, Leute, ihr werdet mir das nicht glauben. Aber wir haben es tatsächlich geschafft, uns nochmal zu treffen und wir sind... Deshalb haltet eure Spam-Mail-Ordner zu und eure Lieblingswitze bereit. Oh Gott. Ja, ah ja, also wir sind ja zurück. Hier, Pokémon Rot. Herr Daro, nicht Feuerrot, ich hab's gelernt. Ja, Herr Daro and thy Alexiled are back at it again with a new... Back in the biz. In der letzten Folge haben wir Surfer geholt in der Safari-Zone und die Goldzähne des Safari-Zonen-Typen geholt. Ja. Und, den Wärter, der die vermutlich sehr gern wieder hat. Hallo, du hast... Moment, ich muss mal ganz kurz im Hintergrund noch Google zu machen, nicht dass WhatsApp-Web wieder die Aufnahme crasht. Du-ding! Hallo, Pascho, meine Fan-Film. Oh, meine Fan. Danke, Junge. Niemand hat auch nur ein Wort von mir verstanden. So konnte ich nicht arbeiten. Nimm das hier für deine Mühen. Darin VM04. Was ist VM04? Stärke. Stärke. Richtig. Wow. Wow, und wofür brauchen wir Stärke? Wahrscheinlich, um diesen Steiner zu bewegen. Du bist ein Genie. Wow. 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 So, wer kriegt Stärke beigebracht? Spaghetto ist eine... Wie, komm. Ja, komm, lass Spaghetto das, bei. Damit wir eine Strong Snake haben. Man könnte auch sagen, eine Solid Snake. Entschuldigung. 1, 2, schwupp. Und Spaghetto hat Silberblick vergessen und hat nun Stärke erlernt. So, Spaghetto. Du benötigst Stärke, um dich fett zu bewegen. Richtig, richtig. Die erste Generation hatte das Feature noch nicht, dass das Spiel dir vorschlägt, Stärke einzusetzen. Ja, gut. Womp. Oh, da kam sogar diese leichte Staubsprite. Ja, das ist voll fortschrittlich, gell? Das ist schon richtig heftig. So, wir haben ein Sonderbonbon. Wem wollen wir dieses Sonderbonbon geben? Setz es lieber gleich ein, weil ich bin ein Mensch. Ich habe dann am Ende des Spiels so 10 Sonderbonbons im Inventar und denk mir so, ja, vielleicht brauchst du sie irgendwann noch. Man weiß ja nie. Nee, keine Ahnung, wir heben es uns trotzdem auf. Nee, ich weiß nicht, vielleicht fehlt mir irgendwann so ein Level zur Entwicklung und du bist so direkt vor der Arena und hast keine Trainer mehr zu kämpfen und denkst dir so... Ja, gut. Ah, jetzt ein Level mehr. Man hat jetzt dann so die Wahl, entweder man schleicht die ganze Zeit durch hohes Gras und verschlägt irgendwelche armen, hilflosen, wilden Pokémons, oder man benutzt halt das Sonderbonbon. Ich bin der älteste... Oh, ich bin der älteste Bruder des Profi-Anglers. Ich war der älteste Bruder des Profi-Anglers, aber jetzt bin ich seine älteste Schwester. Ich liebe den Angelsport. Sorry, ich hab dir deine Rolle weggenommen. Angelst du auch gerne? Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und geh angeln. Daro hält eine Profi-Angel. Ich verschenke Angeln einfach an random Leute, die ohne zu klopfen in mein Wohnzimmer kommen. Oh nein, ich habe immer so viele Angeln. Möchtest du etwa eine von meinen Klasse, Angeln Klasse, klassisches Problem. Kennt ihr das nicht auch, wenn ihr einfach zu viele Angeln habt? Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Haben wir... Nein, wir haben den Orden von hier noch nicht. Das heißt ja schon mal, dass wir den jetzt schnell holen können. Das klingt definitiv nach einem Plan. Svante! Ja! Hast du neue Spellmail? Nee, heute nicht. Zumindest habe ich nicht nachgeguckt. Keine nigerianischen Prinzen? Nee, sad. Dieses Mal nicht. Aber... Ich leg das jetzt einfach mal dahin. Ich habe mir eine Sache nachgedacht. Ich habe über eine Sache nachgedacht. Ja. Und ausnahmsweise mal. Ja. Hast du es geschafft, nachzudenken? Normalerweise tue ich das ja nicht. Ich werde nicht fürs Nachdenken bezahlt. Ich werde nur fürs Handeln bezahlt. Wer es nicht im Kopf hat, muss es in den Beinen haben, ne? Richtig. Nee, und auf jeden Fall, wir haben ja schon mehrfach darüber geredet, wie toll wir die Far Cry-Spiele finden. Richtig. Und ich habe mir jetzt heute überlegt, okay... In einem Standoff, wenn alle Far Cry-Bösewichte ab spätestens dem dritten Teil, denn den ersten und den zweiten Teil haben wir beide irgendwie nicht wirklich vollständig gespielt und dadurch kennen wir uns nicht so gut mit den Gegnern aus. Wenn man also alle Bösewichte von den drei Far Cry-Spielen, die wir jetzt behandeln,
Also 3, 4 und 5. Richtig. Wenn man die in einen Standoff bringt, wer würde siegreich davon gehen? Also, wir haben... Hilf mir mal ganz kurz, wer war denn aus Far Cry 3 der Antagonist? Also, wir haben dann natürlich einerseits den Semi-Antagonisten, war es Montenegro. Und der andere hieß irgendwie irgendwas mit P, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie der hieß, aber niemand konnte ihn leiden, weil es nicht war. Ich habe... Das ist so lange her, dass ich Far Cry 3 gespielt habe. Ich habe das echt auch nicht mehr im Kopf. Damals! Huch, warum? Damals. Nein, ich möchte mein Pokémon nicht auswechseln. Jetzt war ich gerade einmal am Nachdenken. Da ist man einmal nicht mit dem Spiel konzentriert. Und dann, Oh nein. Na, Sushi Alive. Kein Problem. Sushi can do it. Can Sushi kill it? No, Sushi cannot kill it. Nee, aber, Auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall was und wir haben eben diesen anderen komischen Typ, der Anführer von, der ganzen Piratenbande war. Der Typ da. Ja, jetzt ist nur, ich denke mal... Ja, die Frage ist zum Beispiel, wenn wir... Es ist ja so, dass keiner der Antagonisten wirklich selbst groß kämpft. Das geht. Joseph Seed kämpft sogar ein bisschen. Ja, aber der lässt sich ja auch nur von seinen ganzen, von ihm bekehrten, beschützen. Dödeln. Ja, der lässt die ja für sich arbeiten, genauso. Ja. Die anderen ja auch. Ja, jetzt, die Frage, die ich eigentlich auch, wenn wir in diesen Standoff bringen, ich meine, wenn wir... Nur die Antagonisten selbst. Wirklich nur die Hauptantagonisten oder auch Subbosse, denn, Da machst du das Ganze jetzt, das Ganze jetzt wieder ein bisschen einfacher. Weil ich denke, mit den Subbossen wird Joseph Seed gewinnen. Definitiv. Nee, Joseph Seed ist ja kein... Ach, wenn er die ganzen Subbosse auf seiner Seite hat. Mit Seiten richtig, der hat nämlich die stärksten Subbosse. Ja, das... Oh, Rippvogel. Wobei, dazu muss man aber auch sagen, dass eben Far Cry 3 hat eben Vas Montenegro, eine der beliebtesten Personen im gesamten Far Cry-Universum. Ja gut, aber beliebt heißt ja nicht stark. Ich finde zum Beispiel Pagan Min den mit Abstand coolsten Antagonisten in allen Far Cry-Spielen, aber er ist halt... Ich weiß jetzt nicht, du... Ja, sonderlich viel auf die Fresse geben kann er nicht, denn... Ja, richtig, er macht halt auch von sich aus nicht viel, der kommandiert halt seine ganzen Soldaten da durch die Gegend, ich meine, er macht ziemlich genau... er tötet eine Person in dem Spiel. Und das ist im Intro. Und das ist im Intro und das ist einer seiner eigenen Soldaten. Richtig. Was irgendwie so ein bisschen suboptimal ist, wenn der verrückte König sogar seine eigenen Untertanen tötet. Ja, das ist doch normal. Der gibt sich selbst ein Handicap, um zu demonstrieren, wie stark er ist. Ja, gut. Das heißt so, guck, ich brauche meine Armee überhaupt nicht. Ja, aber ich glaube, von der Stärke her, also... da hat Vas Montenegro einen Vorteil, denn Vas tötet zu Beginn des Spiels schon den Bruder vom Hauptcharakter. Spoiler-Alarm. Der Spoiler-Alarm war ein bisschen spät. Das ist mir egal. Ja gut, da musst du jetzt aber... Also das ist, ich finde, das ist kein Thema, wo du eindeutig sagen kannst, der ist stärker. Du musst auch überlegen, so, was haben sie zur Verfügung? Okay. Weil, wenn du sagst, was hast du zur Verfügung... Joseph Seed hat ein fettes Waffenarsenal. Er hat Gläubige, die normal an ihn glauben, und er hat hirngewaschene Gläubige, die noch mehr an ihn glauben, weil sie keinen anderen Gedanken mehr haben. Ja. Außerdem hat er seine drei adoptierten Kinder. Jacob, John und einfach nur Faith. Ja. Und von denen sind eigentlich alle auch richtig heftig. Jacob hat natürlich einerseits die Sniper-Skills und die ganze... Nur für alle, die jetzt zuhören. Wir werden, glaube ich, so ziemlich alle wichtigen Sachen über Far Cry 3, 4 und 5 spoilern. Also falls ihr jemals... Aber mich interessiert Far Cry überhaupt nicht, dann schalt weg! Wenn ihr das nicht hören wollt, dann haut einfach skippen, mal ein paar Mal auf den Vorspulen-Knopf. Irgendwann kommt ihr dann am Ende. Drückt einfach ein paar Mal F5. Ja. Oder am besten einfach gleich Alt F4. auf jeden Fall, Jacob Seed hat die Sniper-Skills und die
Möglichkeit, dass er eben gefangene Leute in der Hinsicht Hirn waschen kann. Mit seinem tollen. Und dadurch eben Holy seine. You. Kannst du das bitte lassen? Ja. Danke. Ja, auf jeden Und dadurch Fall. Eben seine Armee beliebig vergrößern kann. Kannst du bitte mich nicht critten? Dankeschön. Sein Dama. Ist schon ein komischer Name. Es ist ein Gürteltier. Sicher, dass das ein Gürteltier ist? Sandama ist ein Gürteltier, ja. Okay, nee, ich würde sagen, das sah so ein bisschen mehr aus wie ein Stachelschwein oder so. Du bist ein Stachelschwein. Nein, bin ich nicht. Mami! Ich bin ein Igel, kein Stachelschwein. Sag oh, dir. Hey, Arbok ist wieder da. It's Snake. Not so solid Snake. Snake! Gut, Pagan Min. Pagan Min hat drei Vertreter von ihm, glaube ich. Drei Vertreter. Drei, richtig. Ja. Aber er hat. Jetzt, um auf die Ressourcen zurückzukommen, er hat ein wesentlich schwächeres Waffenarsenal. Da bin ich mir ehrlich nicht sicher. Natürlich, wenn du dir die Waffen anguckst, die die benutzen, das sind ja alles abgeranzte, verrostete Waffen. Das geht eigentlich, denn zugegeben, die ersten Soldaten haben natürlich nichts Besonderes. Die haben die standardmäßige AK-47, die aus irgendeinem Grund eine der heftigsten Waffen in Far Cry 5 ist. Und in Counter-Strike. Nee, aber nein, why you faster? Good ja, aber die Sache ist, dass Pagan Min dafür eben die gesamte Royal Army auf seiner Seite hat. Denn, okay, in Far Cry 3 ist es ein Haufen Piraten. Die haben ranzige Waffen und so weiter. Das ist richtig. In Far Cry 5 ist es ein Haufen hirngewaschener Kultisten. Aber... Die zwar Waffen haben, aber nicht wissen, wie sie zu benutzen. Ja, ich meine, die hirngewaschenen Kultisten greifen dich teilweise einfach mit einer Hake an. Weil... Was sehr effektiv sein kann, hast du mal eine Hake ins Gesicht gekriegt. Glücklicherweise noch nicht. Das knockt dich auch aus. Ja, das glaube ich auch. Also nicht so sehr, wie dich ein Schuss durch den Kopf ausnockt, aber es knockt dich auch aus. Ja, aber die Sache ist, dass Pagan Min dafür dann eben eine vollkommen ausgebildete Armee hat. Die anderen haben irgendwelche Truppen, irgendwelche Kultist-Sachen, irgendwelche Piraten. Ja, richtig, so. Aber wir haben ja gesagt, wir lassen das ja alles außen vor. Wir lassen nur die Antagonisten und jetzt... Und die Stellvertreter. Wir können rein hypothetisch einfach fürs Gedankenmodell die Stellvertreter mitkämpfen lassen. Dann würde ich sagen, wird Joseph Seed gewinnen. Du wirst Joseph Seed sagen? Mit Stellvertretern, ja. Ich würde mit Stellvertretern teilweise sogar wirklich sagen, dass Pagan Min gewinnen würde. Denn während Pagan Min zwar selber kaum einen Finger rührt, zumindest während des Spiels, davor war er selber ein Revolutionär. Du machst mir gerade wieder richtig Lust auf Far Cry 4. Far Cry 4 ist halt schon ein geiles Spiel. Es ist aber mit Abstand mein Lieblings-Far Cry, weil ich einfach dieses Setting so liebe. Ja, ich muss sagen, mein Lieblings-Far Cry ist Far Cry 3 Blood Dragon. Denn es ist Far Cry Blood Dragon. Ja. Das ist alles, was man dazu ja. sagen muss, okay? Ich find's immer noch traurig, dass es noch kein offizielles Blood Dragon 2 gab, abgesehen von dem Teaser in Far Cry 5, dass man einmal auf dem Drehset von Far Cry Blood Dragon der Film war. Und da eben so ein paar Missionen machen durfte. Ja gut, aber Far Cry 5 fand ich overall kein schlechtes Spiel, aber es war mir zu verbuggt. Also ich persönlich bin bei meinem Playthrough dann auf zu viele Bugs gestoßen, als dass du dann also ich persönlich noch groß Spaß dabei hast. Ja, ich meine, es ist an sich kein schlechtes Spiel und die Idee dahinter ist auch cool, aber könntest du bitte dein Handy auf lautlos stellen? Oh. Augenblick. Whoopsie! Mein Handy ist immer auf Vibrationsalarm. Immer. Oh, es möchte ans Ladekabel. Es hat noch 3%. Oh no. Wo mache ich bei dem Handy? Den Ton aus. Passt. Nochmal. Jetzt ganz. Und dann warte. Nein, it's okay, jetzt auf Vibration. Ich weiß, wie man ein Handy benutzt. Das Setting ist halt haben wir hinterwäldlerisches Amerika. Haben wir da nicht sogar schon mal drüber geredet? Weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht. Egal, wir nicht. Tun wir so, als hätten wir... Wir tun es jetzt nochmal. Oh, ich glaube, dein Handy hat sich ausgeschaltet. Ja, damit hätte sich das mit dem Lautlos auch erledigt. Wir tun es jetzt einfach nochmal. Für alle, die das jetzt nochmal hören, scheiß drauf. Wir tun es wieder. Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen wir, wenn du halt mitten im Wald stehst, irgendwo außerhalb von allem, ja. Da ist eine Hütte. Ja. Du möchtest in diese Hütte. Ja. Du steigst aus deinem Auto aus. Und dein Auto fliegt über die halbe Welt. Du musst erstmal eine halbe Stunde zu Fuß laufen, bis du wieder irgendwo bist, wo du ein Gefährt herkriegst. Da vergeht dir doch. Oder du bist einfach ein kluger Junge und benutzt Fast Travel. Ja, aber es ist halt trotzdem... Die Wahrheit ist einfach, Darius ist zu dumm, um Techniken des Spiels zu verwenden. Nein, aber ich finde... Ich bin eh kein Freund von Fast Travel. Wie, du bist kein Freund von Fast Travel? Also, ja, wenn du dann das 20. Mal irgendeinen Weg läufst, klar. Aber sonst, du übersiehst so viele versteckte Sachen. Ja gut, da ist natürlich was dran. Ist, aber meistens ist das ja so gut... Zum Beispiel jetzt bei Witcher oder so, wo an jedem Eck irgendwas versteckt ist. Du hast, in jedem Busch ist irgendwas versteckt. Hm. Und das ist jetzt nicht übertrieben so gesagt. Es ist so, dass in jedem Busch irgendwas versteckt ist. Das ist immer so ein Problem, wenn die Programmierer zu viel Zeit oder ein zu hohes Budget haben, dass sie einfach beschließen, hey. Ah, wir haben noch 5 Monate bis zum Release. Lass uns in jedem Busch ein Item verstecken. Oh, und dann ist es auf einmal komisch, dass man über 500 Spielstunden in diesem Spiel hat. Ja, ich persönlich... Ich bin eigentlich sogar ein Freund von Fast Travel, einfach nur, weil es schneller geht und man dadurch schneller von wichtigen Missionspunkten von anderen Ja, klar, kann. Wenn du die Story durchspammen willst, dann... Ja, also meine Sache, natürlich. Die ich auch bei Far Cry 4 gemacht habe, ist, dass ich meistens erst die Story durchgespammt habe und dann eben auf 100% Exploration gegangen bin. Wer mein Breath of the Wild Let's Play geguckt hat, der weiß... wie mein Erkundungsstil aussieht. So, ich gehe jetzt aber auf jeden Fall direkt zur nächsten Hauptquelle. Oh, was ist das? Was ist das denn? Ist das... Oh, Loot. Und da hinten? Was ist denn mit dieser Sidequest? Ja, und das Ganze wechselt sich dann ab mit einem... Oh, die Musik ist so toll. Oh, das sieht so schön aus hier. Oh! Ja, weil bei mir ist es persönlich meist einfach so, dass ich mich... Es ist teilweise ungewollt, dass ich mich auf die Story konzentriere, denn zum Beispiel bei Far Cry 5 war bei mir das Problem, dass ich meistens einfach nur irgendeinen Scheiß machen wollte, aber man hatte einfach teilweise keine Chance, der Story zu entgehen. Svante, hast du gerade eben etwa das S-Wort gesagt? Jetzt darf ich wieder keine Werbung auf mein Video schalten. Oh nein. Ich habe Sahne gesagt. Ja, das habe ich. Ha! Ich habe fast gelacht, lol. Jeder, der etwas anderes verstanden hat, ist eine schlechte Person. Lüge. Lügenpresse, Lügenkresse. Ha, wo ist denn Slimehawk hin? Ich meine mich zu erinnern, dass nach dem Einsetzen von Comprimator der Sprite wieder groß geworden ist. Ich glaube, das sollte nicht so sein, wie es gerade ist. Und ich treff nichts mehr. Ah! Ja, ist ja auch jetzt klein. Den triffst du nicht mehr. Ja, es steigert auf sein Fluchtwerk. Das Fluchtwert. Das bringt irgendwie nichts, wenn man in einem Trainerkampf ist. Ja, doch. Das ist so das Gegenstück von Genauigkeit. Ah. Ja, gut. Das Ganze ist jetzt tatsächlich etwas suboptimal. Schon ein bisschen blöd. Kannst du bitte aufhören damit? Ja, aber auf jeden Fall, in den Far Cry 5 gab es halt teilweise das Problem, dass man der Story einfach nicht entgehen konnte. Ich spam jetzt den Speed-Up-Knopf. Yay. Da man einfach mit jeder Aktion, die man gemacht hat, hat man die automatisch Fortschritte in der Zone gemacht. Es klappt einfach nicht. Svante, was soll ich tun? Okay, es ist paralysiert, aber es... Dann draufhauen. Speed-Up-Knopf. Oh, du hast einen Treffer. Ja, den habe ich vorher schon gemacht. Sicher? Ach, blockiert. Schaff's das. Hat Tackle nicht? Nein, Tackle hat auch kein 100%. Ein Treffer. Und das war jetzt... Dead.
Ach, sind alle deine Pokémons jetzt tot, weil du die ganze Zeit Verzweifler verwendet hast und selbst wenn du Verzweifler nicht getroffen hast. Nein, alle meine Pokémons sind tot, weil Slimox sie einfach tot gespammt hat. Hm. Warte, wollte Slimox gerade Giftwolke auf ein Gift-Pokémon einsetzen? Ja, die KI der ersten Generation. Oh. Das ist einfach das Problem, wenn das Pokémon 9 Level über dir ist. Das ist nicht das Problem, dass das 9 Level über mir ist, sondern dass ich einfach nichts treffe. Das auch. Dieses Spiel ist definitiv noch nicht broken. Gut gebalanced. Ja, I approve. Nee, auf jeden Fall. Oh, Gyarados trifft was. Oh! Gyarados did it. Ja, auf jeden Fall nochmal um zurück. Also bei Far Cry 5 ist es eben so, egal was du machst, du bekommst Fortschritt in der Zone. Das heißt, wenn du halbwegs dich leveln möchtest oder so, hast du halt keine andere Chance, als die Main Story zu spielen. Denn selbst wenn du Side-Missionen machst, spielst du halt automatisch auch gleich die Hauptmission. Und das fand ich halt in der Hinsicht ein bisschen nervig, dass ich mich halt nicht einfach entspannt auf die Side-Missionen konzentrieren konnte, weil ich halt definitiv irgendwann am Ende in der Zone bin. Das fand ich in Far Cry 4 teilweise besser. Aber du glaubst also, wenn man die direkten Henchmen nimmt, dass man das Jacob Seed gewinnen würde, einfach nur, weil er Joseph Seed würde gewinnen, weil er Jacob, John und Faith an seiner Seite hat und die halt schon ziemlich heftig sind. Ja. Würdest du nur die Antagonisten gegeneinander kämpfen lassen, denke ich, würde Pagan Min gewinnen. Weil, nur selbst? Also angenommen, Joseph Seed hätte jetzt nicht die Fähigkeit, ihn irgendwie zu bekehren. Ja gut, wenn das, Joseph Seed die halt Fähigkeit hätte, einfach jeden zu bekehren, dann... Dann wäre das halt broken. Ja. Weißt du, was auch broken ist? Das Team von Koga. Ja. Aber Battle Machine... 43! Ach so! Ja, da haut ja uns Level 43 Pokémon entgegen. Oh nein, Sushi ist vergiftet. Sushi, no! Okay, weißt du, was uns gerade den Kampf gewonnen hat? Was hat uns den Kampf gewonnen? Das hat Finale eingesetzt. Wow. Das war sein letztes Pokémon. Wow. Ja, sowas ist ein würdiger Kämpfer, ja. Vielleicht ist doch einfach ein klassischer Fall von ich habe nicht den Kampf gewonnen, sondern du hast ihn verloren. Vielleicht war er einfach nicht der intelligenteste Trainer. Ja. Nun, wenn du Träger des Seelenordens bist, wird die Abwehr deiner Pokémon steigen. Ferner kannst du Surfer jetzt nutzen, danke. Ladidadida. So, hooray. Ladies and Gentlemen. Toxin! Und mit diesem Ausruf von Darius beenden wir die jetzige Folge. Bis Jabba dabba du! Ja, yes! Ich geh mal meine Pokémon heilen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss!